Projekt. Hypus Implementation, was steckt hinter dem Begriff? Ja, da steckt dahinter mal der Begriff HI. HI steht für Hydrogen und natürlich es geht um einen Wasserstoffbus in dem Fall, um einen wasserstoffelektrischen Bus oder auch genannt Wasserstoff-Brennstoffzellenbus. Und das ist ein kooperatives Projekt, das heißt, hier haben wir ein Konsortium, das dahinter steht. Neben der Hyundai Import ist da auch dabei, sind dabei die Graz Linien bzw. die Holding Graz. Neben der Fan Research, wir sind der Konsortialführer. Und wir haben auch assoziierte Partner, das sind die Wiener Linien, die Zillertaler Verkehrsbetriebe, Fan Systems, aber auch M-Preis und EDC. Also der Bus ist in einer Variante im Moment erhältlich in Korea. Der Bus ist ja für Korea entwickelt worden. Das ist eine Länge von 11 Metern und eine Breite von 2,49 Meter, also etwas schmäler, als wir das in Österreich und Europa gewohnt sind. Und vor allem ist er etwas höher, also 3,47 Meter. Das ist den Wasserstofftanks und den Batterien auf dem Dach geschuldet. Und der Bus hat ja trotzdem eine komfortable, allgemein anerkannte Innenstehplatzhöhe auch. Ja. Von den Leistungen her wird von einem Elektrozentralmotor angetrieben, der in dem Fall 180 Kilowatt maximal leisten kann und ein Drehmoment von 1340 Newtonmeter auf die Straße bringt. Ja, der Motor selbst könnte mehr, aber sagen wir, das wurde von Hyundai vernünftigerweise gedrosselt, um die Lebensdauer der Antriebskomponenten zu maximieren. Ja, der erste Bus ist schon geliefert. Wir sind heute damit heraufgefahren. Der ist bei den Wiener Linien in Betrieb mit der eigenen Wasserstofftankstelle. Die ist Gott sei Dank rechtzeitig fertig geworden. Das war im Projekt ganz lang nicht klar, wie geht sich das von den Zeitlinien aus, aber das hat funktioniert. Hier wollen wir jetzt also die ersten Wasserstoffbusse, die ersten drei in Österreich in den Betrieb bringen. Im urbanen Einsatzbereich bei den Wiener Linien, im regionalen Einsatzbereich bei den Graz-Linien und im alpinen touristischen Einsatzbereich bei den Zillertaler Verkehrsbetrieben. Und wir werden diese Busse dort einsetzen, vermessen, monitoren. Das heißt, wir wollen jetzt einfach hier Erfahrungen generieren, die wir brauchen, um dann solche Busse auch wirklich ausschreiben zu können und beschaffen zu können. Ein reiner Stadtlinienbus. Das heißt, auf Routen mit kurzen Haltestellenabständen, häufigen Stop-and-Go-Verkehr, das ist so die Kernkompetenz dieses Fahrzeugs. Er lässt sich aber natürlich auch im Regionalverkehr einsetzen. Und im Rahmen dieser Langzeiterprobung werden wir diesen Bus auch im alpinen Bereich erproben und testen. Das Pilotprojekt ist Pionierleistung sozusagen, ein Innovationsprojekt. Es geht darum, auszutesten, wie Wasserstoffe in welchen Ambiente funktionieren können, was sich bewährt, wo man etwas verändern muss. Und vor allem für die Flottenbetreiber geht es auch darum, Erkenntnisse zu sammeln, um dann die Flotten umzustellen. Über allem steht das Dach Klimaverträglichkeit, also Mobilität klimaverträglich gestalten. Und das gelingt dann zum Beispiel mit grünem Wasserstoff. Ja, wir wollen einmal die Brennstoffzellentechnik verstehen, die Technik verstehen, ob wir unser Liniennetz damit abdecken können. Und vor allem das Tankkonzept ist für uns sehr wichtig. Die Tankzeiten sind wesentlich länger, müssen wir die Mannschaft anders aufstellen. Das ist gemeinsam im Betrieb, machen wir hier ein umfangreiches Testprogramm deswegen. Wir erwarten uns von dem Pilotprojekt, dass wir uns fundiert auf die Umstellungsphase der Flotte vorbereiten können. Wir haben über 170 Busse, die in den nächsten Jahren auf Zero Emission umgestellt werden müssen. Und so gravierende technische Entscheidungen zu treffen, bedarf eben einer entsprechenden Vorbereitung. Und das HiPass Implementation Projekt ist eine Möglichkeit, erste Erfahrungen mit neuen Technologien zu sammeln, bevor man Entscheidungen für eine ganze Flotte trifft. Vom Wasserstoffbus, gerade am Kallenberg, sind wir begeistert, weil das Drehmoment gleichmäßiger zum Benutzen ist und zum Fahren. Wir haben die Erfahrung ja doch vom Diesel her und Elektrobus auch. Und da ist halt speziell der Wasserstoff super von der Reichweite her, weil er einfach viel, viel länger durchhält. Wir sind bis jetzt einmal 270 Kilometer gefahren, nur am Kallenberg, und haben eine Reichweite gehabt, also die Hälfte circa vom Vermögen vom Tankverfahren.
Hyundai hat mit dem Hyundai Fuel Cell Electricity, dem ersten Wasserstoffbus, der in den Linienverkehr in Österreich und Europa eingestellt wird, echte Pionierarbeit geleistet. Man will damit die Wasserstoffgesellschaft vorwärts treiben und das so rasch wie möglich. Das, was für Hyundai spricht, und das ist ein ganz wichtiges Thema, das kann ich gar nicht oft genug wiederholen, Hyundai steht für Technologieoffenheit. Bei uns ist es nicht nur eine pornierte Sicht auf batterieelektrische Fahrzeuge, sondern Fuel Cell Electric Vehicles bilden bei uns eine ganz, ganz große Rolle ab und diesem Thema kommt auch eine ganz, ganz große Bedeutung zu.